Wir befinden uns hier im Rückzugsbereich in der guten Stube des Hauses, wo auch mal die Dame des Hauses sich wohlfühlen kann, ungestört ihre Zeit genießen kann. Fleets aus gehen wir rauf ins Obergeschoss, wo wir nach vorne hin die Kinder orientiert haben. Sonnenseite, sonniges Leben, erfülltes Leben. Und auf die rückwärtige Seite den Schlafbereich situiert haben, die Intimzone der Eltern mit Ankleide und mit einem großzügigen Bad, zeitgemäß modern. Als herzliches Willkommen in unserer Liesel, gleich hier in dem Wohn-Essraum, in dem sich das Leben abspielen soll, wo natürlich auch viel Platz ist, Bewegungsfläche und ja, ein paar ganz traditionelle Elemente vorhanden sind. Und dann der Esstisch. Ich wollte jetzt einen ovalen Tisch und den mit dieser Holzmaserung. Man spürt einfach das Leben am Tisch. Sie spüren das Holz an der Küchenoberfläche und das zieht sich einfach durchs ganze Haus. Das Schöne ist auch, Sie haben einen wunderschönen Holzboden. Das ist eine ganz tolle breite Diele, die ich dann auch als Türschwelle sozusagen verwendet habe im Übergangsbereich und vielleicht einen kurzen Schwenk auf die Fliesen. Sie sehen hier in unserem Fleets einen ganzen klassischen Hausgang. So war das schon bei uns daheim im römischen Verband. Das ist anders gelegt, pflegeleicht, jeder kann mit den Schuhen durch. Es ist einfach ein unkompliziertes Haus und man sieht von hinten bis vorne durch, man kann ausschauen und ja. Und in die Richtung genauso, man hat einen Garten vor sich, man kann die Natur genießen. Man steht mit der Sonne eigentlich auf und man geht mit der Sonne ins Bett.